Hallöchen Leute und willkommen zurück zu, ich sag mal, den Zusatzrunden Batman Arkham Origins. Denn wir haben ja in der letzten Folge die Hauptstory abgeschlossen. Ja, wir haben Joker in den Knast gebracht und haben Bane besiegt. Und sind jetzt hier auf der Suche noch nach den letzten verbleibenden Datenpaketen. Und da gibt's in der Brücke selber, also nicht in der Brücke, sondern da, wo wir ja drinnen waren, im mittleren Brückenpfeiler gibt's noch was. Und auch hier unter der Brücke. Und den unter der Brücke werden wir jetzt mal gucken, dass wir den kriegen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Der war so ein bisschen tricky, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ne, das war der hier oben drauf. Ja, schön, dass er sich erstmal wieder abprallen lässt. So, wir haben jetzt 24 Sekunden Zeit. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber... Na gut, wie auch immer. War's schon? Lol. Okay, gut. Ich dachte, das wäre komplizierter, weil die auch immer ausgegangen sind. Aber gut, wenn das so schnell geht, ist das natürlich kein Problem. So, dann gehen wir hier rüber und gehen gleich mal in den mittleren Brückenpfeiler. Da müssen wir aber wieder zurück, sehe ich gerade. Genau, darüber. Alli hopp. So, das schweben wir jetzt einfach hin, weil wir es können. Ob wir hier noch irgendwo zwischen landen können, vielleicht auf dem Eis. Schauen wir mal. Ah, okay, sieht nicht so aus. Gut. Was haben wir hier noch? Ein Müllhaufen. Einfach nur ein Müllhaufen. So, wo ist denn der Eingang? War der hier? Der war doch hier, dachte ich. Oder nicht? Oh, der war doch hier irgendwo. Oder habe ich mich da jetzt geirrt und der war auf der anderen Seite? Gucken wir einfach mal, wo es denn da runterging. Hier war der Eingang. Genau. Okay. Ist hier noch was? Hier ist noch eins. Okay, hier ist was zum Hacken. Perfekt. So, gibt also wieder jetzt eine kleine Sammlerfolge. Ach, drei Gates auch noch wieder. Wahrheit, wahrscheinlich, genau. Und Informationen. So, erledigt. Dankeschön. Und da sind wir mittlerweile schon bei beiden 7 von 7. Und gehen jetzt hier nochmal rein. Gucken, dass wir jetzt drei Stück waren es, glaube ich, noch, die hier drin noch finden. Schauen wir mal. So, geradezu, irgendwo hier. Vielleicht hier drunter? Ja, ich denke hier drunter wahrscheinlich, ja. Versteckt sich das Ding, da liegt. So, wie komme ich da jetzt ran am besten? Hier vorne. Haha. Okay, jetzt ich rennen. Und sliden. Okay. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Aber man muss es wissen, ne? Man muss es wissen, dass es da ist. So, und irgendwo hier. Vielleicht in einem der Spinte. Oder im Aufzug. Oben drüber. Ich vermute oben drüber. So, gucken wir mal. Irgendwo hier vielleicht. Hier. Aber die Frage ist, wo? Hier unten? Guck mal hier was? Nee. Gucken wir mal, ob es hier unten was gibt. Sehe ich das gerade richtig? Da unten, das liegt es. Liegt es hier? Liegt das? Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Gute Frage. Nächste Frage. Ah, vielleicht von hier? Ha! Habe ich mir doch gedacht. Okay, so. Jetzt noch nach oben, denn da oben im
Aufzugsraum, nicht im Aufzugsraum, im Bahnhofsraum war auch noch eins. Und ich dachte, da hatte ich alle geholt. Aber gut. Klebegranate. Einmal, zweimal. Mal. Perfekt. So, alle hopp. Hüpfen. Jetzt müssen wir uns natürlich keinen Gedanken Gegner machen oder so. Denn die sind ja weg. So, Waller Room Axis. Die haben wir geholt. Ja, die haben wir schon. Müssen wir hier lang. Wahnsinn, ey, was für ein Weg das ist. Den muss ich ja wieder zurück. Juhu. So, sind wir hier zur Tür. Rechts rüber. Alle hopp. Elevator. Yeah, my elevator. Zum Aufzug. Okay. Oh nein, jetzt bin ich ja wieder hier. Oh no, warte mal. Hier gibt's doch so eine Hakenknifte. Okay. Aufzugsraum. Ah, perfekt. Ich dachte schon, jetzt hier muss ich den ganzen Rotz wieder machen. So, hier ist eine Leiter. Gehen wir hoch. Und sind im Elektroraum, wollte ich gerade sagen. Und fallen erstmal wieder runter. Lol. Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Also, hier rüber. Hüpf. Dankeschön. Oh Mann, ey. Ist ja üb. Aber da kann man wenigstens schnell wieder runter. Das ist ganz gut. So, Train. So, und irgendwo hier soll das Ding sein. Zug das? Aber das habe ich doch, dachte ich, auch geholt. Das scheint es aber zu sein. Das scheint es aber zu sein. Aber hier war ich doch, dachte ich, drin. Hä? Toll. Moment, ist das ein Anzeigebug wieder? Oder was ist das hier? Hä? Hier ist schon wieder so ein Teil. Okay, das schalten wir erstmal aus. Vielleicht finde ich dann das Ding, wo es sein könnte. Soll ich hier irgendwo unten runter? Natürlich. Ja, wo soll es anders sein, hä? Nee, hier nicht. Hier hinten. Meine Fresse, woher soll man das denn auch finden und wissen? Mann, 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 Mann. Okay, gut. So, jetzt ist die Frage. Hier ist alles kaputt. Ich muss wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ja. Zum Exit. Okay, hier haben wir alle. Karte von Gotham. Das ist auf dem Tower und dann haben wir hier drüben noch zwei. Okay, gut. Also ich denke, die Folge nutzen wir jetzt einfach mal, um herauszufinden, was da abgeht. So, wir sollten jetzt relativ zügig rauskommen, da wir hier ja runterjumpen können. Alle hopp, fallen lassen. Hiha! Und nochmal fallen lassen. Okay, sehr schön. Perfekt. Ey, ich hab gesagt, perfekt. Ich habe immer noch gesagt, perfekt. Mensch, spring doch jetzt mal runter. Hallo. Kannst du jetzt bitte da? Danke. Okay, so. Treppe hoch. Also, ich muss schon sagen, ich finde es ja wirklich designtechnisch sehr cool gemacht hier. Schön düster. Also, haben sie schon echt ein paar coole Sachen einfallen lassen. Oh, jetzt geht's wieder raus in die Kälte. Dass der Kerl nicht friert? Aber wahrscheinlich nicht. Bestimmt ein Thermoanzug. So, auf der Mittelsäule muss irgendwo noch was sein. Vielleicht ist das hier irgendwo versteckt. Auf der anderen Seite. Gut, dann ackern wir uns jetzt hier mal hoch.
hier. Okay. Hier ist nur eine ER-Herausforderung. Weiß nicht, ob wir die auch noch machen müssen. Müssen wir mal gucken. So, irgendwo jetzt hier. Unten vielleicht? Ich vermute es mal, ne? Ich vermute es. Auf der Ebene? Maybe. We're witnessing. Valeo? Gucken wir mal. Also wir sind dem Ganzen schon mal recht nah. Laufen wir gerade wieder voll in die falsche Richtung. Okay, jetzt gucken wir noch mal hier oben. Okay, hier ist es nicht. Oder liegt es hier vielleicht versteckt? Warum? Nee. Dann vielleicht ganz unten. Kann natürlich auch sein, dass es hier irgendwo ganz unten ist. Ja, aber hier auch nicht. Hä? Wo soll das Ding denn sein? Oh, ich liebe sowas, wisst ihr? Ich liebe sowas. Gut, Frage, wie komme ich jetzt wieder hoch? Gorni, hä? Doch, hier. Über die Stangen. Und die Teile, wo wir wieder hochkrabbeln können. Das ist komisch. Also ich dachte eigentlich, dass es hier irgendwo rumliegt vielleicht. So, also hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Kann ich das markieren? Wegmarke? Ja. So, irgendwie hier vorne. Gucken wir mal. Aber da komme ich doch gar nicht hin. Oder doch? Hä? Geht doch gar nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Kann ich irgendwo das Teil ansetzen? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir so eine Plakette. Ne? Verdeckt. Haben wir wieder ein Pionier. Als Solomon Wayne vorschlug, eine Brücke am Südende der Insel zu errichten, war selbst Cyrus schockiert. Okay. Interessant. Tagebuchseite erfasst. Oh, 13. Januar 18. 13. Januar 1855. Der Zeitpunkt meines Todes rückt näher und ich kann nichts tun, um mich ihm zu entziehen. Ich wagte es, von Größe zu träumen, aber dabei vergaß ich, dass derlei Bestrebungen oft ein großes Opfer erfordern. Dennoch, ich bin bereit, es zu erbringen, wohl wissend, dass Gotham zu einer Stadt wurde, deren Pracht über die Jahrhunderte hinweg erstrahlen wird. Aber seine Wurzeln dürfen nicht vergessen werden. Und so habe ich Teile meines Tagebuchs überall in der Stadt hinterlassen. Dort, wo ich ihr Fortdauern für möglich erachte. Finde sie. Lies sie. Teile ihren Inhalt mit anderen. Die Wahrheit mag weniger schön als die Legende sein. Notwendig ist sie dennoch. Okay. Mhm. 11. Januar 1855. Ich habe dir... Okay, die können wir uns dann später mal anhören. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesem Teil. So, da kann ich hochfliegen. Aber ich komme hier trotzdem nicht weiter. Es fehlt mir hier dieses Ding. Nochmal. Irgendwo hier... der Punkt sein.
vielleicht hier drunter? Irgendeinen Brückenpfeiler oder sowas? Kann natürlich auch hier irgendwo sein. Na super, jetzt habe ich mich hier irgendwo festgesetzt. So. Bisschen heiß hier, muss man sagen. Hä? Hier drunter? Haut das hin? Nee. Hier gibt's nichts. Das ist schon mal nicht gut. So, da drunter ist schon mal auch nichts. Aber das wäre auch zu weit weg. Vielleicht geht's hier irgendwo rein, aber ich weiß nicht wo. Okay, damit wir jetzt hier nicht ewig rumgeiern, werde ich das dann nochmal recherchieren. Ne? Und jetzt kümmern wir uns erstmal noch um die anderen zwei Pfeile, die hier im Norden sind. Und ich flieg schon wieder voll in die falsche Richtung. So, da hoch wollen wir. Okay, da unten. Können wir das? Aber ich weiß auch nicht, wo das sein könnte. Keine Ahnung. Gucken wir mal ein bisschen Schwung. So, da unten ist das Ding. Jawohl. Das ist schon wieder hier blockiert. Und weg. Und, Stufe 5 weg. Große Schwierigkeit. Vertrauenlos. Das war jetzt Stufe 5. Toll, das war easy. Okay, so, und dann haben wir noch eins hier drüben. Aber das gehört nicht. Oder gehört das zur Pioneer Bridge? Gucken wir mal. Ich glaube nämlich nicht. Ah, was haben wir hier? Alle Einheiten, wir erhalten Meldungen über eine Ruhestörung. Position folgt. Ah. Oh, hallo. Ach, und das war das jetzt? Nee, das war ein anderes. Hä? Vor allen Dingen, das wurde mir gar nicht angezeigt. Ach, das kann natürlich sein, dass das mir nicht angezeigt wurde, weil... Nein, ist es nicht. Hör auf zu labern. Es ist nicht die Fledermaus. Erzähle doch nicht sowas. Ah, Jens. Oh, Alberto Falconi, neues Turm. Hallo, Sionis. Wer zur Hölle ist da? Wie spät ist es? Zeit, ihre Angelegenheiten zu regeln, Roman. Veränderungen sind im Gange. Und die Wölfe fallen bald über Gotham her. Hör zu, du Stück Scheiße. Ich weiß nicht, wer du bist oder für wen du arbeitest. Ich arbeite für eine höhere Macht als sie. Ich stehe weit über ihnen. Und schon bald werden sie sich auf einiges gefasst machen dürfen. Niemand spricht so... Okay. Droht er hier dem auch noch? Okidoki. So, dann geht's jetzt wieder ins Stahlwerk, denn im Stahlwerk haben wir auch noch ein paar. Und da ist auch irgendwo noch ein Bübchen, der mir erzählt, was Phase ist. Also, okay. Ali, hup. Ah, hier sind
da irgendwelche Jungs unterwegs mit Knarren, ne? Ja, I like. Da haben wir einen. Und der guckt bitte schön weg, oder? Ja, der guckt schön weg, das ist sehr gut. Lol, wieso kann ich denn hier nicht durch? Ach, jetzt geht's auf einmal. Hallo! Pappnase! Hab dich! Easy! Schöne Sache. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Hier ist wieder Party in the House. Party in the House. Da ist wieder der mit seinem scheiß Snipe-Gewehr. Den kotzen wir erstmal weg. Da hoch. No. Hier hochklettern. Hi, Kollege. So, 1, 2, 3. Da oben rennt wieder einer rum. Okay, ab nach oben. Hoffentlich sieht er uns jetzt nicht. Nö. Sehr gut. Tschüss. Oh, was? Keiner hier. Jetzt kommen, jetzt sind sie wieder alarmiert, die Pfeifen. Oh nee, ey. Okay. Nebel. Hör auf, ja. Nebel. Geil. Na, das ist ja mega. Wir haben Gesellschaft. Ausgeschaltet. Aha. Okidoki. Haben wir. So, aber irgendwo hier oben muss noch eins sein, oder? Jo. Irgendwo da hinten ist noch eins. Das holen wir uns eben mal noch, bevor wir hier dann reingehen. Gucken wir mal. Da ist ein Trevor. Da liegt's. Voll offensichtlich vor allem. Okay. So. Kann ich jetzt rein? Kann ich jetzt hier rein? Ja, kann ich. Perfekt. Und noch mehr wieder böse Buben? Böse Buben? Sionis Büro, da hinten. Kanalisation. Ah, okay. Das waren so ein paar, ne? Mit Klebegranatis und so. Dementsprechend konnte ich da natürlich nicht ran. So. Okay, hier noch eins weiter. Hoffen wir, dass wir das jetzt alle, dass das alle sind. Und der Kerl ist wahrscheinlich oben drauf, ne? Wenn ich mich so. Wenn ich mir das so anschaue. Genau, hinten, das war eins mit einer Klebegranate, da kam ich nämlich nicht ran so einfach. Sewer Access. Ja, genau. Ja, das sind so. Pack. Haben wir das? Gehen wir wieder hoch. Und das andere ist eine Etage tiefer im Drogenlabor. Okay, gut. Alles kein Problem. Ach, das war hier der Copperhead-Fight. Drag. Verborgener Raum, das haben wir alles. So, und wo ist jetzt der Kerl? Ach, der steht da oben wahrscheinlich auf dem Dach, ne? Okay, ja, dich hol mal auf. Dich hol mal auf. Kein Problem. Du schielst ein bisschen, ne? Aber gut siehst du auch nicht mehr aus, muss man sagen. Eieieiei. Nee. Nee, nee. Okay, geradezu. Und
da ist es dann auch gleich. Diese ganzen Nebel und Gifte, die hier umgeistern. Oh, das sieht ja auch herrlich aus hier. So. Und jetzt? Oh, hier Stromanlage. Führt es hin. Moment, runter und abgeholt. Sehr gut. Okay, haben wir jetzt alle hier? Mal gucken, was das sagt. 95% Industriegebiet. 1, 2, 3, 5, 6. Okay, 3 sind noch komplett frei. Sehe ich das da richtig? Da hinten irgendwo oder was? Ich muss diesen Typ finden. Garantiert ist hier drinnen irgendwo noch eins. Würde mich nicht wundern. Und ich wette irgendwo. Vielleicht hier hinten? Ich weiß es nicht. Egal, wir gehen auf Nummer sicher, suchen uns jetzt den Typ, knocken den jetzt aus. Auch wenn das jetzt wieder dauert hier und wir 20 Mal hin und her laufen. Das ist mir jetzt wurscht. Ja, und dann steht ja bald... Ganz bald, weil wir sind ja wie gesagt so gut wie durch. Nächste Teil an, und zwar Arkham Asylum. Ja, auch ein sehr cooles Spiel, war wie gesagt von der Veröffentlichung her der erste der ganzen Reihe. Soweit ich mich erinnere, ja, ich glaube. Ist nicht ganz so Open World, aber du hast auch ein gewisses Gebiet, was du nutzen kannst. Und hat ein paar coole Gegner. Ja, wie gesagt, es war das erste. Das heißt, die haben sich noch sehr stark an so ein paar bekannte Gesichter gehalten. Natürlich, der Joker ist wieder mit dabei. Weil er hat sich ja jetzt hier offenbart. So, wo ist denn jetzt der Pappenheimer Kollege? So, irgendwo da oben ist er. Den schnappen wir uns jetzt die Socke. Hier unten in so einer Gruppe. Mal. Ja, könnte sein. Ich muss ja sagen, dieses Industriegebiet hier, ne, ist echt zum Kotzen. Okay, da unten drin wahrscheinlich. No problemo. Wichser. Hi! So. Komm her. Du, ich dachte, du bist gar nicht echt. Doch. Nicht echt. Du hast Informationen für Enigma gesammelt. Ja. Wo ist es? Nicht weit. Ich zeig's dir. Sehr schön. Okay. Das sollte der letzte gewesen sein. Jetzt gucken wir mal. Waren das hier alle? Schauen wir mal. Enigma. Oh nein, ne? Es ist halt echt noch da drin was? Ich fasse es einfach nicht. Hä? Einmal hier und einmal da. Oh nee, das ist wirklich da unten. Ey, so ein Müll, ey. Oh, und da drüben ist ja auch noch eins. Hä? Und da auch? Okay. Was zur Hölle?
Und da oben haben wir noch einen Tatort. Gut, dann schnappen wir uns jetzt erstmal die. Werden wir uns jetzt erstmal so ein bisschen um die offensichtlichen kümmern. Und gucken dann, dass wir in einer der nächsten Folgen oder in der nächsten Folge. Ich will das eigentlich gar nicht mehr so. Ah, okay. Na, das sind jetzt so die Teile mit dem. Mit den Klebegranaten, das ist klar, weil da kommst du ja so nicht ran, ne? Wenn du das Ding nicht hast. Kommst du denn an? So, das geht relativ zügig. Okidoki. Schnauze, geh weg. Das ist gleich hier noch das nächste. Und die Frage ist, wo? Unten drinnen? Hi! Na Jungs? Ja. 1, 2, 3! Oh! Spaten! Und Mensch! Okay! So, die Frage ist, wo könnte es sein? Vielleicht dann doch auf dem Dach? Weil hier unten ist glaube ich nichts mehr. Hier drin. Okay, die Frage ist, wie komme ich da ran? Wie komme ich denn da ran, da ran, da ran, da ran? Gucken wir mal. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit? Da drüben geht's was kaputt zu machen. Achtung, alle Einheiten, wir brauchen sie alle im Einsatz. Hier gibt's was kaputt zu machen. Oh, das gibt's ja nicht. Hallo? Hä? Ach Gott, jetzt muss ich auch noch Schwung holen, oder was? Oder gibt's hier irgendeine Möglichkeit? Nö. Okay, dann muss ich jetzt hier Schwung holen. Und da reinfliegen. Nicht. So hole ich keinen Schwung. Dann gehen wir jetzt hoch auf den Turm. Gucken, dass wir da von oben rankommen. Nee, zu hoch nicht. Ah, ich hasse sowas. Das ist sowas, warte mal. Vielleicht ein bisschen eher ein Sturzflug. Oh nö! Vor allen Dingen ist das ein bisschen arg komisch gewesen gerade. Ja, so viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Sie auch einfach nur von hier oben einmal abspringen. Ich liebe es. So hier. Jawoll. Hammer's. Alter, ey. Das sind ja so Einlagen. Ja, die gehen dann ja voll auf den Zeiger. Oh, jetzt geh weg. So, drei noch hier. Und am Funkturm haben wir auch noch eins. Irgendwo am Funkturm. Da hinten. Hinten wahrscheinlich, ja. Ja. Ich vermute hier hinten. Entweder hier. Ey, der hat eine Knarre. Auch ich. Das glaube ich dir nicht. So.
Maybe hier unten. So, mal hier. Sowas? Gucken wir mal. Ne, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Dann wird das doch bestimmt wieder so schön versteckt sein. Ne? Hier hinten bestimmt irgendwie, wie ich da rankomme. Oh, hier, guck mal. Knarri! Du wirst es noch kapieren. Oh! Spaß mit dem Schild! Schon wieder hier. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee. Hier. Irgendein Eingang, irgendwo rein. Auch nicht. Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott. Hier. Also das hier ist doch schon wieder mit dem Sniper-Gewehr unterwegs. Hä, wieso sind die denn auf einmal alle wieder da? Was soll der Scheiß? Oder liegt es halt ganz oben? Ah, das kann auch sein, dass es einfach ganz oben liegt. Gucken wir mal. Ja. Wie ich mir gedacht habe, da liegt's. Gute Frage, wie komme ich da hoch? Och nee, ey, wisst ihr, sowas liebe ich ja schon wieder. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Auf die Dinger komme ich garantiert nicht. Och nee, ey. Warte mal. Hier? Nee. Hä, wie komme ich denn da hoch, sag mal? Komm ich überhaupt da hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah, okay. Bestimmt von dem Turm. Wahrscheinlich. Bist wahrscheinlich. Ja. Da komm ich. Ja, und hoch. Bis. Jawoll. Nicht so gedacht. Dein blöden Teil. Okay. So. Mach das jetzt hier einfach an einem Stück. Schneid das dann in zwei Teile. Ich habe jetzt hier keinen Bock, 20 Mal zwischen zu gucken. Obwohl ich müsste. Oh, ein Anarchie-Zeichen. Gibt's hier ein bisschen EP. Und irgendwo hier ist noch ein Datenpaket. Vielleicht hier irgendwo Steckert. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Hier haben wir was. Ah, okay. Hier gibt es bestimmt ein Stromgerät. Mal warten. Ja, hier ist ein Stromgerät. Yep. Und jetzt heißt es hier. Ah. Hallo. Hab ich. Und wir haben ein neues Tonband von Brandon. Okay, so, und das hören wir uns an. Wozu die ganze Ausrüstung, Brandon? Würde gern wissen, wofür ich meinen Job aufs Spiel setze. Zählt die Kameras wirklich aus? Ganz ruhig. Ist alles für Wartungsarbeiten runtergefahren.
Und? Na gut, aber behalt's für dich. Lo plant, eine Sondereinheit aufzustellen. Mit mir als Chef natürlich. Warum stehlen wir dann die Ausrüstung? Wir stehlen sie nicht. Wir borgen sie aus. Bedeutet weniger Papierkram, wenn wir mobil machen müssen. Kapiert. Also nichts Offizielles. Brauchst du Waffen? Nee, das ist schon geregelt. Hey, wenn du ein wenig Action erleben willst, könnte ich ein gutes Wort einlegen. Machst du Witze? Ich hab mir den Arsch für diesen Schreibtischjob aufgerissen. Die Actionnummer überlasse ich lieber dir. Wie du willst. Aber denk dran, auch wenn du nicht mitmachst, halt bloß die Klappe. Ja, immer mehr Informationen. Okay, also wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und ich werde jetzt mal schauen, wo wir das Ding auf der Brücke noch finden. 10 von 10. Jetzt gucken wir hier nochmal. Es ist nur noch das eine. Es ist nur noch dieses eine. Aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Genau das. Kein Plan. Wir werden es suchen und wir werden es finden. Und bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Und ja, nächste Folge dann haben wir das Riddler-Rätsel gelöst. Und ja, vielen Dank, haut rein, macht's gut und tschüss.